sieht sie nicht. Das ist sehr interessant. Heute sieht man mich und hört man mich mit dem folgenden Text. Er trägt den Titel: Dieser Text enthält 0% Ficken. Mein Deo enthält neuerdings 0% Aluminiumsalze. Behauptet es zumindest neuerdings. Vielleicht enthielt es auch vorher schon keine Aluminiumsalze, aber plötzlich küsste die Macher des Deorants die Muse der Erkenntnis. Sie patschten sich die Hände auf die Stirn und riefen: Ja, Zappalot, in unserem Deo sind ja keine Aluminiumsalze. Wie konnten wir das übersehen? Na, schreiben wir das mal fett auf die Dose drauf, auf dass alle Welt die frohe Kunde vernehme: 0% Aluminiumsalze. So wäre es mir am liebsten, denn ich benutze seit 10 Jahren dasselbe Deo. Es heißt Alaska. Irgendwann habe ich beschlossen, dass ich lieber nach Alaska riechen möchte als nach Schweiß, denn in Alaska ist es kalt, da schwitzt man nicht. Vielleicht sind es auch schon über 20 Jahre, obwohl es kann auch schon sein, dass ich in der Schulzeit mit Alaska anfing und ich es gekauft habe, weil mein Schulfreund Philipp Meiersieg es ebenfalls benutzt und ich statt nach Schweiß noch lieber als nach Alaska nach Philipp Meiersieg riechen wollte. Aber das ist ein anderes Thema, was ich sagen will. Ich bin der Albtraum jedes Werbers. In Antitranspiranz-Angelegenheit bin ich verteufelt markentreu. Mich gewinnt man als Kunde nicht mit dem Slogan 0% Aluminiumsalze. Im Gegenteil, als markentreuer Deodorant-Kunde sorge ich mich nun, bin ich etwa seit gut und gerne 25 Jahren aluminiumversalzt. Knistert meine Haut unter den Achseln, schimmert meine Brust silbrig, ist die Haut meiner Unterarme nur deshalb so weich und glatt wie die eines 32-Jährigen, weil sie schon seit 25 Jahren mit Aluminium imprägniert wurde, auf die Weise so saftig gehalten wird wie ein frisch eingewickelter Lachmatschuh. Bin ich ein besonders geschützter Mensch, da Sie mich jetzt nicht mehr abhören können, da ich vor Ihren Strahlen geschützt bin und mir jede Folie auf dem Haupte sparen kann, weil meine Haut selbst genug schon Folie ist. Ich lese im Internet, Aluminiumchloralhydrid steht gegen irgendetwas im Verdacht, wie üblich Alzheimer und Brustkrebs. Bewiesen ist nichts, aber Sie sind das Übel. Alzheimer und Brustkrebs sind die Ausländer der Gesundheitspegida. Man kann immer schön auf sie zeigen. Ich glaube, wenn ich ein Deo bewerben wollte, dann würde ich anders vorgehen. 0% Schwefelwasserstoff. Oder jetzt neu, garantiert ohne Buttersäure und Ammoniakverbindung. Das stünde wenigstens im Zusammenhang mit der Kernkompetenz eines Antitranspirants eben nicht zu stinken. Früher wäre man geneigt gewesen, einfach zu lobpreisen. Riecht gut. Und damit lockt man heutzutage niemand mehr. Früher stand der Duft der großen weiten Welt. Blütezauber, ozeanfrisch, aprilfrisch, alpenfrisch, sachsensüffig, steht heute 0% Aluminiumsalz. Seit Jahren ist nicht mehr das wichtigste Produkt, was drin ist, sondern was nicht drin ist. FCKW-frei. Damit ging es mal los. Inzwischen ist kein Produkt mehr ohne Absenzhinweis versehen, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zucker, ohne künstliche Geschmacksverstärker, 0% Fett, laktosefrei, säurearm, ohne Kinderarbeit hergestellt. Ohne ist das neue mit. Ich glaube, schuld ist die Politik. Schließlich werden wir seit 10 Jahren von einer Kanzlerin regiert, deren hervorstechende Eigenschaften auch das Fehlen von hervorstechenden Eigenschaften ist, geschweige denn, dass sie Positionen besäße. Merkel, jetzt neu, auch mit Inhalt! Wäre ein Slogan, der nicht sonderlich gut ankäme, denn er ginge am Markenkern vorbei. Er wäre aussichtslos und widersinnig, wie ein Claim der Art Zucchini, jetzt auch mit Geschmack. Merkel ist die Zucchini der Bundespolitik. Ihr Logo ist die Raute, zwei Hände, die einen Rahmen bilden. Um nichts. Aber nichts ist nicht mehr die Absenz von etwas, das war gestern. Heute ist nichts das gewisse Etwas. Ob Merkel oder Mineralwasser, es muss dasselbe Marketing-Genie gewesen sein, dass die auf die Idee kam, Mineralwasser als veganes Lebensmittel zu bewerben. Garantiert ohne tierische Gelatine. Das Produkt für den perfekten Veganer mit 0% Hirn. Welch Geniestreich des Marketing. Ich gehöre einer anderen Generation als ich Kind war, da mochte ich keinen Joghurt mit Stippen essen. Joghurt mit roten Punkten oder gar richtigen Fruchtstückchen aß ich nicht. Mein Erdbeerjoghurt sollte so glatt rosa sein wie meine Kinderzahnpasta Blendi. Und genauso doll nach Erdbeer schmecken. Ohne künstliche Aromastoffe. Das wäre mein persönlicher Untergang gewesen. Früher gab es diesen Joghurt, heute gibt es Joghurt nur noch mit Stückchen. Doch wie wir wissen, sind das meist Sägespäne und Algen. Und man möchte gerne wieder rufen, gebt mir meinen Joghurt ohne Stippen zurück. Mit 0% Sägespäne.
Was muss draußen bleiben? Dieser Marketing-Trend greift um sich. Dieser Marketing-Trend greift um sich und hat selbst die EU erfasst, ohne Zusatz von Flüchtlingen. Skandieren die Regierungschefs. Nur das Mittelmeer hat wieder Pech, denn das würbe viel lieber mit 0% Flüchtlinge. Kann sich aber keine treue Werbeagentur leisten, sondern muss sich mit der Grenzschutzagentur Frontex zufrieden geben. Heute interessiert nicht mehr, was in einem Produkt ist. Den Konsumenten interessiert bloß noch, was draußen bleibt. Die angelsächsischen Länder sind uns da weit, weit voraus. In Neuseeland gibt es im Kühlregal Milch, die als 96,5% fat-free angepriesen wird. Bei uns heißt das Vollmilch. Es gab Mineralwasser, bei dem auf der Flasche stand fat-free. Und das ist die Krone des Trends. Scheiß auf den Inhalt des Produkts. Schreib einfach auf den Joghurt, garantiert ohne Radioaktivität. Denn niemand will Joghurt, der selber leuchtet, wenn im Kühlschrank das Licht ausgeht. Schreib auf die Tiefkühlasagne, 0% Pferdefleisch. Ach was, schreibt gleich 0% Katzenfleisch und garantiert ohne Spuren von Goldhamster. Beim Schlachten der Rinder kamen keine Delfine zu Schaden. Das sind Informationen, nach denen der Kunde mehr giert als nach Schichtnudeln mit Schamm. Schreibt auf Wurst 0% Käse. Schreibt auf Käse 0% Wurst. Schreibt auf ein Albion von Xavier Naidoo 0% Geschmack. Nein. Eins, das wird man nie auf einem Produkt lesen, enthält garantiert keine Spuren von Nüssen. Thank you.